Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Star Wars Battlefront. Und zwar gerade wieder auf einer Frachtmission unterwegs. Auf der Imperialen Station. Und ja, jeder sollte, glaube ich, die Frachtmission kennen. Und wenn nicht, dann zeige ich es euch natürlich. Und zwar Fracht kennt garantiert jeder aus Battlefield oder Call of Duty. Ist fast so ähnlich wie Capture the Flag. Oder ist es eigentlich sogar Capture the Flag? So, wir nehmen natürlich nicht den EF Blaster. Ich mag den nicht. Ja, tut mir leid. Ich mag eher so. Ja. Ach ja, genau. Hier waren ja noch einige andere Hundenaufträge. Lass mich mal das hier noch irgendwie annehmen. Auftrag erhalten. Dankeschön. Erziele 25 Kills mit Blasterpistolen. Erziele 30 Kills mit Blastergewehren. Erziele 20 Kills mit Präzisionsgewehren. Okay, das kriegen wir hin. Nehmen wir hier. Pistole. Ist ja eine Pistole. Zum Glück. Und zweite Hand ist das. Spiel starten. So, dann nehmen wir mal unsere zweite Hand. Unsere Fracht ist wieder in der Basis. Unsere Fracht ist wieder in der Basis. Hier gab es gerade einen, der war relativ mutig. Ist aber Butcher's Hacking. Wer hackt hier? Wow! No way! Er kommt damit so einer verdammten Granate an. Aber ist kein Problem. This Caddy is better than yours, but okay. OP Butcher? Oh mein Gott. Hä? Unsere Fracht ist gesichert. Ups. Die Fracht ist in der Hand der Sturmtruppen. Voilà, da ist jemand. Und in Sicherheit. Oh nein! Oh, kriegt den Assist? Ich fass es nicht. Ach, egal. Das ist aber irgendwie mein Lieblingsmodus hier. Weil hier geht es wirklich darum, wer ist das bessere Team hier? Ne? Was mich hier wieder so aufregt ist. Echt jetzt? Schon wieder? Hä? Hä? Genau das meine ich! Dieses Spiel ist so broken! Dieses Spiel ist echt kaputt, Leute. Ich war nicht mal mehr in der Nähe von dieser verdammten Granate. Und er killt mich trotzdem. Es tötet mich einfach trotzdem. Geil. Ach, ich wollte das eigentlich gar nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Wie soll man... Wie soll man das wirklich schaffen? Wie soll man so spielen können? Ich meine, das macht ja alles im Endeffekt überhaupt gar keinen Sinn mehr dann, ne? Wir haben die Fracht. Bringt sie unversehrt zur Basis. Was zurückbringen? Oh, nicht gut. Eskortieren, holen, wo ist er? Sag mal, stellst du dich mal nicht vor mir? Ey. Leute, nur noch eine Kiste.
Wir sind in der Unterzahl. Jetzt bin ich dran. Überraschung. Komm schon. Nein, ich sehe ihn sogar noch. Nein. Imperiale Fracht ist verloren. Verdammt. Oh, jetzt kriege ich wieder einen Anruf. Oh, was ist denn nur los? Entschuldigung, aber das ist jetzt ein relativ interessanter Anruf gewesen, denn es ist gerade so, dass meine Lebensgefährtin für ihre Mutter einen Wellensittich gekauft hat mit einer Vogelvoliere, obwohl sie das gar nicht haben möchte. So, und jetzt muss man halt gucken, was beziehungsweise wie sie das jetzt dann doch eventuell umsetzt, dass sie das haben möchte oder nicht. Und naja, das ist jetzt gerade so ein bisschen, ja. Ach, so, und jetzt stand ich dann dazwischen und dann sagte sie, ja, ich will das doch eigentlich gar nicht haben. Und ist sie denn da? Und ich habe sie nirgendwo erreicht. Und ach ja, herrlich, Leute. Herrlich, wirklich. Ach, so, aber okay. 9 Kills, ja okay, das geht ja. Ich hatte ja noch eine relativ positive KD, aber ich bin auch mitten ins Spiel reingekommen. Ist nicht so sonderlich, aber egal. Wir machen jetzt nämlich, war das im Dünenmeer? Ich glaub, das hieß doch Dünenmeer, oder? Soweit ich weiß, das war Dünenmeer, doch. Aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Oh Gott, irgend so eine komische Nummer ist mein Partner. So. Okay, dann Spiel wird gestartet in ein paar Sekündchen. So ungefähr so 10 Sekunden noch. 10, 9. Läuft das langsamer jetzt? Konfisziert das Diebesgut der Rebellen und bringt es zu unserer Basis zurück. Ach verdammt, ich habe die falsche Hand gewählt. Sanitäter, Bagda. Egal. Ist egal. Wir preschen jetzt einfach drauf los. Ihr wisst ja, auf los geht's los, ne? Oh, hier unten. Da haben wir schon mal unser... Das war so sneaky. Aber scheiße, dass ich nicht beide holen konnte. Ah, das ärgert mich dann wieder so ein bisschen. Wir haben die Fracht gesichert. Schützt sie vor Angriffen der Rebellen. Na, ja, komm mal hier rum, Freund. Wo ist er hin? Thank you.
Da ist der nächste irgendwo hingeflogen gerade. Oh, verdammt. Adrenalinstimulator. Geil. Das sind wieder die besten Leute hier. Was? Was? Jetzt ernsthaft? Es gibt so ein Ding, was dich... Oh, das wäre beinahe, hat beinahe geklappt. Die Rebellen haben die Fracht erbeutet. Scheiße. Hä, was? Ach nö, die verdammte Schrotflinte. Hm. Ja, Close Range ist die natürlich unhaltbar, die Waffe. Ja, jetzt habe ich ja... Nahkampf? Genau das meine ich, Leute. Ich war doch gar nicht weg. Ich war doch gar nicht... Von dort hinten. Das ist... Nein! Niemals! 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 Nee, ich fass es nicht. Kann mir keiner erzählen. Unsere Fracht ist wieder in imperialen Händen. Ja. Was habe ich auch für Leute dabei? 06? Was ist mit denen los? 1,7. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Und das ist, warum ich immer die ganze Zeit wieder bei diesem Spiel einfach jämmerlich versage, meine Freunde. Ja, versage. So, da ist der erste zum Beispiel schon mal. Da ist der zweite. Hey, du willst Spaß haben? Kein Problem. Ja, natürlich. Und ich kann nicht weiterlaufen, oder was? Weil hier ein scheiß Alpha-Wand da war. Er trifft, ich nicht. Natürlich nicht. So, und wenn mir jetzt jemand noch ankommt, dass dieses Spiel nicht irgendwie komplett zerstört ist oder so. Ja. Ja. Mhm. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Dieses Spiel ist in seiner kompletten Machung her zwar super durchdacht. Warum? Warum werde ich auf einmal von hinten angegriffen? Hä? Ich kann nichts machen. Sorry, muss sein. Ich verstehe es nicht. Beim besten Willen nicht. Ja, natürlich, jetzt erfasst mich das Teil hier unten, oder was? Bumm, Nummer 1 ist weg. Seit wann macht dieses Zeigler-Gewehr so einen heftigen Schaden? Das war sonst immer. Jedes Mal. Jedes Mal war das immer nur ein Bodyshot, ist man tot. Und das war kein Headshot, Leute. Das war kein Headshot. Die Fracht ist in der Hand der Rebellen. Go, Friend, go. Ach, ich eskortiere dich. Komm her. Mach das doch nicht alleine. Ich hab Angst. Die Fracht ist in unserer Hand. Verteidigt sie. Das Spiel. Ah, nee.
Na komm schon. Was? Was? Seit wann kann man das machen? Warum? 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 Seit wann, Leute? So, der ist auch schon mal weg. Guck mal, da springen jetzt so... Hat der echt versucht, mich so zu treffen, oder was? Du verdammter Bock, Alter. Du verbockst mir doch. Das ist doch so ein Honk. Ein Honk. Ich will nicht mehr. Versteht ihr jetzt, wieso ich dieses Spiel so langsam angefangen habe? Na, sagen wir es mal nicht so, zu hassen. Aber zumindest diesen Multiplayer. Er ist nicht gestorben. Was? 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 Drei Schüsse? Leute, wisst ihr jetzt, wieso ich Counter-Strike spiele? Könnt ihr es jetzt vielleicht so ein wenig nachvollziehen? Achso, okay, er macht dasselbe wie ich, okay. Nee! Ey, das kann mir jetzt auch keiner mehr erzählen, von wegen dieses mit diesem Angreifen, du musst auf dem Kopf sein und spring doch mal. Das ist alles so ein fetter Bullshit. Rebelleneinheiten haben die Frachtkiste erbeutet. Ja, natürlich. Ich kann nichts machen. Ich habe überhaupt keine Chance. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse oder so. Ich meine, ich mag Star Wars. Ich liebe Star Wars. Aber wenn ich mir das hier angucke, was hier so fabriziert wird, das ist eigentlich ein komplettes noch unbalanced... Es ist nicht mehr das, was mal am Anfang noch war, bevor die ganzen Patches und die ganzen neuen Waffen rausgekommen sind. Da gab es wirklich dann nur halt die zur Verfügung standen und der Rest, das war's dann. Du warst halt auf dich alleine gestellt. Du musstest halt gucken, wie du jetzt klarkommst. Ja, und du kannst mit einem Zeiglergewehr durch einen Schild durchschießen und jemand one-shotten. Und das geht meiner Meinung nach viel zu weit. Ja genau, und ich krieg den Assist mal wieder ab, ne? Und... Yes, Partner. You is pro and my is pro. Was erzählt denn der da? Du bist raus, mein Freund. So, er ist weg. Ach so, die haben mich gleich alle auf dem Korn, dass ich da oben bin. Und guck mal, wenn jetzt hier einmal einer hochschießt. So, zack. Das meinte ich. Die brauchen nur hochkommen. Was ist denn das für eine Kacke, Alter? Das kann alles nicht möglich sein. Ich streng mich wirklich an, aber... Nee. Wie können die sich alle töten lassen? Wie geht es? Ich hab's aber jemand spielen sehen. Der mit dem Rechner
der auf dem Rechner spielt mit einem Gamepad. Ja, und ich glaube, das war sogar, ich glaube, der Butze, das warst sogar du, der bei mir geschrieben hat. Hier, schaut mal. Und das ist relativ noch ein bisschen harsch geschrieben von dir. Ja. Und wie gesagt, ganz ehrlich, das ist noch noobischer als wie mein Spiel. So, weg damit. Wie? So, ich hoffe, ihr versteht meinen Einwand und vielleicht auch manchmal meinen Frust. Ja, war klar. Der sieht alles. Der weiß, wo jeder Gegner ist. Und das macht dann irgendwie doch dann keinen Spaß mehr. Wenn die sogar schon im Spawn stehen und diesen Spawn einfach bespammen, dann, keine Ahnung. Ich hoffe, es ist gleich vorbei. Ich glaube, es wird eher wirklich an der Zeit dann aus sein, als dass es dann jetzt gesagt wird, okay. Und er springt dann genau in diesen. Und keiner kann ihn killen. Verdammt. Und ich bin wieder weg. Also ich kann da echt nichts machen. Ich meine, X-Driver, der ist ja wenigstens noch einigermaßen produktiv, aber die anderen... Und ich habe wirklich nur noch sowas. Nur noch sowas. Und der ködert den... Was ist das denn? Er ködert mich? Hit, nie. Wie geht das? Ich habe nach ihm geschossen und ich habe ihn sogar noch getroffen und er killt mich sogar noch, obwohl sein Nahkampfangriff die ganze Zeit nicht mehr geklappt hat. Es macht gar keinen Sinn mehr. Also, tut mir leid, Leute, tut mir leid, beim besten Willen nicht. Aber wenn ihr nicht ein gescheites Team habt, was einigermaßen hier produktiv ist, es bringt nichts. Es hat überhaupt keinen Sinn. Mein Gott. Henrik the Fish. Ja, und dann noch Flame, natürlich doch. Ah, nee. Tut mir leid, Leute. Aber. Das macht keinen Sinn mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich machen kann. They don't want to. Ja. So, also ich bin raus für heute. Ich habe es gerne nochmal probiert, aber selbst in diesen kleinen Dingern weiß ich nicht. Vielleicht ist ja das neue Battlefront 2 vom Multiplayer besser, aber ich freue mich eigentlich mehr auf den Singleplayer. Deswegen werde ich mich garantiert mehr auf den
Singleplayer bei Star Wars Battlefront 2 konzentrieren. Ja, aber das war's dann jedenfalls wieder mit einem kleinen Einblick in Star Wars Battlefront und die ganze Multiplayer-Szene. Hoffentlich hat's euch doch gefallen. Und wenn es das doch getan hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach unten da und gebt mir doch einen Kommentar. Deswegen vielen Dank wieder fürs Reinschauen und dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge.